Ja, kommt schon. So, oh, Alter, Alter, Alter. Ganz ruhig, mach einen ruhigen. What the? Uiya Lappa. Hallo, das ist unhöflich, fremden Menschen ins Gesicht zu springen. Das mag dir vielleicht unvertraut vorkommen. Ich erinnere mich gerade bei den Zombies, wir hatten ja letzte Runde den Fail mit den, wie heißt es denn? Mit dem Zombie-Mode, den ich mir installiert habe, den Block Ops-Mode. Schade eigentlich. Hätte ich Bock drauf gehabt. Oh. Alter, das ist ja das Ankommen, das geht gar nicht. Was ist das jetzt gewesen? Ich glaube, es war ein Eisenbaum. Gönnt mir doch mal kurz eine Auszeit. Ich kann nicht mal Brot essen. Ja, genau, das habe ich gemeint. Guck mal, kann ich auch. So. Ja. Na okay, dann machen wir weiter. Weil ich ja vorhin mit Rescaria angefangen hatte. Ich habe beunruhigende Neuigkeiten momentan. Also ich glaube einfach mal weiter jetzt. Momentan gibt es ja mehrere Probleme mit Rescaria. Erstens, es hat wirklich jetzt in letzter Zeit durch die neuen, ich nehme jetzt einfach mal, ich laber jetzt einfach mal, es kann natürlich auch alles falsch sein, dann möge man mich bitte schlagen. Aber Rescaria oder allgemein Magic Mind allgemein hat jetzt hier langsam wieder mehr Leute bekommen, die spielen. Und aus diesem Grunde gibt es jetzt momentan bei Magic Mind extrem viele Lags. Sobald mehrere Leute online kommen, ich nehme stark an, dass das diesen Grunde ist. Ich kann es mir nicht anders erklären. Wenn es anders sein sollte, wie gesagt, schlagt mich tot. Sei ruhig. So. Hallo, willst du mich? Ja, willst du mich rollen? Was haben wir denn hier so? Schwarzpulver brauche ich nicht. Ah, lass mich! Lass mich! Boah, was ist denn hier los? Ja, und zweites Problem wäre, Rescaria hat sich jetzt in den letzten. Das war vor. Nee, gestern früh war das, gegen um 9 oder um 10. Wollte ich nämlich in Wolke eine richtig fette Runde Rescaria zocken. Wir sind ja mittlerweile da verdammt weit schon gekommen, haben auch schon selbst ein bisschen gecreeft und so, sind mal böse gewesen und haben da einiges an Loot schon bekommen. Aber anscheinend ist Rescaria jetzt doch abgestürzt und der Por versucht das gerade momentan zu beheben. Man weiß noch nicht, wie es jetzt weitergeht, ob danach vielleicht die Alpha folgt oder ob es dann doch noch in der Beta weitergeht. Das kann ich jetzt nicht sagen. Momentan ist es auf jeden Fall so, Rescaria funktioniert seit über 24 Stunden nicht mehr. Mittlerweile sind es jetzt fast 48 Stunden, weil es ist schon später Abend. Ich hoffe, das hebt sich ein. Zudem bin ich mitsamt meinem Inventar aus Rescaria rausgeflogen. Also ich war zum Crashpunkt war ich noch in Rescaria drinne. Oh, was ist denn hier los, ey? Das gibt's gar nicht. Ja, zu dem Punkt des Crashs war ich noch bei Rescaria drinne, haben mich da eingeloggt und folgedessen war ich dann auch drin, obwohl eigentlich gar kein Reinkommen mehr möglich war. Und das hat dann dafür gesorgt, dass ich mich auslocken musste, weil ja Rescaria dann überarbeitet werden musste und die Inventare hatten Probleme, die aus den einzelnen Welten, die Inventare waren nicht mehr gesichert. Huch, waren wir da hinten drin? Nee, da war ich ja nicht drin, oder? Sieht nicht wie ein bekanntes Hexenhaus aus. Gut, ich meine, im Hexenhaus ist auch nicht so viel zu sehen, aber... Interessant. Naja. Und auf jeden Fall wird es dann... ich habe jetzt noch ein paar Let's Plays, aber ansonsten weiß ich nicht, wie es mit dem Let's Play weitergeht momentan. Da müssen wir mal schauen. Auf Magic Mine hätte ich jetzt nur noch... habe ich jetzt momentan gar nicht so die Ambition dazu. Das ist ja... Oh, oh, oh. Auch ein bisschen was mit Spaß zu tun bei Magic Mine, beim so Multiplayer-Spiel. Und nehme ich mal die... Was anderes. Stopp. Ja, hier bleibt Clovis! Ja! Hat ja auch ein bisschen was mit Spaß zu tun irgendwie. Und momentan fehlt mir zu bauen und so ein bisschen die Lust. Es sei denn natürlich, Wolke oder so würde wieder mitmachen. Da hätte ich da nichts dagegen. So zu zweit ist immer ganz lustig. Es kam ja auch von euch die Ambition dazu, dass es mit Vendetta oder Wolke immer sehr lustig ist.
habe ich auch kein Problem mit den beiden zu zocken. Muss man halt sehen, wann die Zeit haben. Momentan zocken wir da halt viel Raskaria, das ist ja auch momentan euer Wunschprojekt gewesen, mehr oder weniger. Nicht direkt, aber ja, hab ich von vielen gehört, dass ich ja Raskaria mal aufnehmen soll. Darum habe ich das ja gemacht und es kam anscheinend auch sehr gut an. Und darum gibt es momentan erstmal Raskaria. Wir werden dann auf jeden Fall das Grundstück noch weiterbauen. Hatte ich ja schon mal... Ne, das hatte ich mit Syntation abgequatscht. Stimmt, das war nicht öffentlich. Das hatte ich mit Syntation abgequatscht. Ja. So viel erstmal dazu, damit sich einige Fragen, falls jetzt keine Folgen mehr rauskommen sollten. Ich habe momentan noch 7 Folgen oder so. Also da wird jetzt noch 2-3 Wochen auf jeden Fall noch was da sein. Ich denke mal, so lange wird das nicht dauern mit dem Raskaria überheben. Muss aber sagen, macht mir wirklich verdammt viel Spaß. Bis auf... Nee, irgendwas... Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Irgendwas wollte ich noch anmerken. Die Lachse jetzt in letzter Zeit, das ist ja klar. Ist das? Aber bestimmt auch wieder nur so ein langweiliger Berg. Hab ich, Lehm? Hab ich eine Glück und eine... Ich habe eine Glücksschaufel. Aber der Glück bringt mir nicht viel, aber ich muss trotzdem mal abernten. Weil Lehm ist ja jetzt nicht unbedingt die unseltenste Ware. Irgendwas wollte ich noch verbessern. Irgendeinen Verbesserungsvorschlag hatte ich. Ich weiß aber jetzt gerade gar nicht mehr, was es war. Also kann es gar nicht so wichtig gewesen sein. Das Spawn-Kämpfen hat mich ein bisschen aufgeregt, aber das ist wohl üblich, wenn man versucht, der Beste zu sein. Dann ist natürlich am Spawn extremes Campen angesagt. Finde ich ein bisschen schade, weil Raskaria ist an sich meistens immer komplett leer. Ich habe bis jetzt aus einem einzigsten bei Raskaria wirklich rumlaufen sehen. Und das war der Sündkrieger und das ist auch kein netter Kerl gewesen. Ich kann auch mal sagen, wenn ich jemanden nicht leiden kann. Der Sündkrieger, das war nicht so der tolle Typ. Der ist nämlich bei uns aufgetaucht, hat versucht uns zu töten, hat es auch geschafft, dann haben wir zurückgeschlagen. Zu zweit war es natürlich wesentlich einfacher gegen einen. Muss ich auch gestehen, war zu zweit, ne? Ja, haben wir zurückgeschlagen und dann hat er angefangen rumzunörgeln, warum wir ihn getötet hätten. Das heißt, dann ist er nochmal wieder gekommen und nochmal wieder. Natürlich war er auch so intelligent und hat dabei jedes Mal seine gesamten verzauberten Sachen dabei gehabt. Ich danke nochmal übrigens für die Angel mit Meeresglück 2 und noch 2 anderen Verzauberungen drauf, also eine übelste super Angel. Danke ich vielmals, Haltbarkeit war drauf und noch irgendwas, keine Ahnung. Sieht schon geil aus, muss man mal sagen. Aber bitte fang nicht wieder an mit Lacken. Geht gar nicht. Ja. Ansonsten habe ich wirklich noch niemanden rumlaufen sehen auf meinem Magic Mind. Es hängen immer alle am Spawn rum, weil die Leute bauen sich ihre Base und wenn sie gerade nichts zu tun haben dabei ist, gehen sie alle zum Spawn. Das finde ich ein bisschen... Weiß nicht, ein bisschen... Das hört sich so ein bisschen nach dem an, was ich vorgeschlagen hatte mal. Im Forum, was aber keiner wollte. Weil man ja, naja, okay. Ist ja auch egal. So. Ja, das war eins der Dinge, die mich ein bisschen so genervt hat, aber wie gesagt, ist halt so, wenn man der Beste sein will. Ich bin dann eher so der, mal ein bisschen hier kämpfen, mal ein bisschen da kämpfen, mal ein bisschen da rumlaufen, mal sterben, was soll's. Ist ja nur ein Spiel, auch wenn es ein Besten geben soll immer. Aber für mich ist es nur ein Spiel. Aber was mich, ja stimmt, was jetzt gerade, natürlich, jetzt habe ich es wieder. Was ich natürlich mega doof fand, ist, dass Raskaria ein Rundenunterteil ist. Das fand ich meiner... Oh. Falscher Hacker. Das fand ich meinerseits her sehr doof. Ich meine, das ist dann die Sache von Syntation und Meets und so. Allerdings, ich für meinen Teil hätte es cooler gefunden, wenn Raskaria wirklich endlos ginge. Obwohl, wenn es endlos geht, dann haben irgendwann die kleinen Spieler gar keine Chance mehr. Es hat schon beide seinen Vorteil. Ich fände es endlos besser, dann wäre endlos... Ich stelle es mir immer so vor, wie wenn Leute keine Neverguests da spielen. Lauter Leute, die einfach nur aus Spaß am Spiel sich ein bisschen kloppen wollen und so und ein bisschen Gilde aufbauen.
ein bisschen mit Wettstreit und so, aber es gibt dann natürlich dann immer die Leute, die, so wie es ja auch gedacht ist, dann extrem gut sind einfach nur. Und da wäre das mit dem Endlos wahrscheinlich auch ein bisschen doof, wenn dann einer, was weiß ich, eine Gilde hat dann schon 13.000 Kills jetzt. Ist ja nicht unrealistisch. Und dann kommt da eine rein mit einem Kill und versucht dann noch irgendwas zu reißen. Ist auch doof, stimmt auch wieder. Muss man mal schauen, wie man das macht. Also, muss ich mal schauen, wie es weitergeht da. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool. Ist mal was ganz anderes als Magic Mine an sich. Man hat so das Gefühl, man joint dann direkt auf einen Zweitserver von Magic Mine. Was an sich ja aber einfach nur eine separate Welt ist. Finde ich sehr geil gemacht. Oh, Frieda! Oh, das wollte ich nicht. Och, bitte hör auf mit dem Lachs. Kann doch nicht sein. Ja, da hatte ich, habe mir heute die Folge vom Gregor Onk angeschaut und auch er hat sich wieder einmal über die Lachs bei Minecraft und die, momentan hat er ja sein 50-minütiges Problem, dass ihm, was ist das? Achso, das ist auch eine Blume. Dass ihm Minecraft immer abschmiert. Und da hat er ja an der Java Engine rumgemeckert und ich muss ganz ehrlich geschehen darüber kommen, du hast du hast vollkommen recht. Es ist manchmal ein Graus einfach nur. Wie so ein Pixelspiel einfach so viel ziehen kann und so PC auslasten sein kann. Und ich stimme dir vollkommen zu in deinen Behauptungen, die du da so willkürlich getroffen hast. Und die haben bestimmt nicht aus Erfahrung und Können beruht, weil das wäre Schwachsinn. Ja, stimme ich dir vollkommen zu und bin ich vollkommen deiner Meinung, dass man sich da mal ransetzen sollte und mal ein bisschen was für die Engine tun sollte. Meine, das kann ja wirklich nicht so schwer sein. Aber ich nehme mal stark an, das ist vor allen Dingen der Grund, dass Minecraft dafür dann kein neues Geld verlangen könnte, nur weil, wenn es dann mal komplett die Engine aufbessert. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es nicht gemacht wird, weil es wäre an sich ja wirklich ein gigantischer Aufwand, der im Endeffekt niemandem Geld bringen würde. Und das ist wahrscheinlich auch bei Minecraft der Hintergrund, weil auch die Minecraft Leute wollen ja ihr Geld haben, sehen. Kann ich einerseits verstehen, andererseits auch wieder nicht. So ist halt das Showbusiness hier, ne? Das Geschäft. Showbusiness. Ich glaube, manchmal ein Scheiß. So, wir müssen auf jeden Fall da runter, weil ich brauche Redstone. Redstone. Finde ich auch sehr gut, dass man bei Raskaria kein Redstone nehmen darf. Finde ich gut. Weil wirklich so ein pures PvP. Und auch, dass man nur Eisensachen nehmen darf. Auch wenn ich das mit dem, was es im Forum jetzt gab, nicht ganz gerafft habe. Im Forum hieß es ja, sucht euch für 120 Silber, kriegt ihr Special-Effekte und so. Habe ich jetzt gar nicht gemacht und ich habe so das Gefühl, das hat kein anderer gemacht, weil ich habe doch keinen erlebt, der mich irgendwie vergiftet hat oder so. Obwohl einige im Forum diese Special-Effekte angegeben haben. Okay, ich spring da jetzt runter. Wow, macht Geräusche. Habe ich Eisenrüstung an? Ja, habe ich. Okay, wollte gerade sagen, wieso wann nehme ich so viel Schaden? So. Ja. Jetzt müsste ich hier mal irgendwie dieses Wasser ausstellen können. Titte. Was ist denn das hier? Dann muss ich dann wahrscheinlich... Ja, da habe ich nicht ganz verstanden. Warum rede ich eigentlich in Minecraft und Splash so viel über das Kari? Ja, ist ja auch egal, ist ja beides Minecraft, ne? Sind ja mehr oder weniger... Ist ja mehr oder weniger der Schwester-Let's Play vom Original-Let's Play hier, was wir hier führen. Wo denn da hinten? Macht denn da hinten einer? Ach, da. Noch einer? Zeigt euch! Kommt ihr wieder runter?
Was macht das Ding? Hallo? Ja, okay, gell? Die Musik passt auch perfekt dazu. So, gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Oh, hier ist zum Beispiel Gold. Das nehme ich natürlich immer gerne mit. Die goldenen Tage. Das wollte ich doch gar nicht haben. So, das wollte ich haben. Okay, dann muss ich mal ganz kurz niesen.